Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf meinem Kanal. Der Mitarbeiter des Monats, aka die neue deutsche Hoffnung mit dem richtigen Mindset, ist am Start. Und wir reagieren heute auf meinen Lieblingsfreund, Feind, Rivalen, Kontrahenten, wie auch immer, Heiko Kaibach. Es gibt schon das ein oder andere Video mit der ein oder anderen Spitze an Heiko auf meinem Kanal. Es ist witzig, wenn man Heiko Kaibach eingibt, ist das das zweite Video, was angezeigt wird. Meine Reaction auf Heiko. Ja. Und ich bin schon wieder notgedrungen gezwungen, auf Heiko zu reagieren, aber überhaupt eigentlich gar nicht im negativen Sinn. Ich bin tatsächlich positiv überrascht von Heiko. Denn Heiko war zu Gast bei Danny im Gannikus-Podcast. Und auch wir beiden waren ganz kurz Thema. Ich will eigentlich gar nicht so viel vorgreifen. Wir zeigen euch das Ganze einfach mal. Wir haben vorgespult und dann haben wir für euch heute noch ein bisschen was vor. Eine Frage habe ich nur zum Abschluss. Du hast dir da sicher auch schon eingehend drüber Gedanken gemacht. Was müsste sich deiner Meinung nach ändern, dass in der offenen Klasse wieder ein deutscher Athlet ganz vorne mitmischen kann? Es liegt ja nicht nur am Chemiebaukasten. Mindset, hat mal eingangs gesagt. Es muss mal einer die Eier wieder nehmen und sagen, ich will das. Ich habe mal gehört, der Justin von Max Matzen, der hat so eine Einstellung. Ich bin nur der Meinung, dass... Ohne Scheiß, das ist cool, oder? Ich finde es nice, wenn sich die gar nicht so deine Physik rumspricht, sondern dass sich rumspricht, was du eigentlich für ein Typ bist, dass du da Bock drauf hast. Aber ich glaube, das ist zurückzuführen auf unsere Experimente. Okay, das kann sein, dass Heiko vielleicht da die falschen Schlüsse gezogen hat. Aber ich hab schon mehrmals gesagt, so dass Roman oder Justin so ein bisschen so der zweite Roman werden könnte, was so Disziplin und einfach Liebe für Bodybuilding angeht. Mit ein bisschen mehr Fleisch und ein bisschen anderem Stoffwechsel. Kein Front an Roman an dieser Stelle. Aber finde ich lustig, dass das sogar bei Heiko angekommen ist. Also Heiko wird dir jetzt nicht das Kompliment zu deinem 60er Ärmel machen. Das wird, glaube ich, nicht kommen. Aber das finde ich interessant. Ja. So. Aber du kannst auch richtig recht haben, dass er denkt, du hast das Mindset, weil du einfach ein bisschen dummen Stoff geballert hast. Ich denke auch daran. Das könnte sein. Okay, da, so habe ich nicht mehr drüber nachgedacht. Okay. Also trainingstechnisch sich da ein bisschen limitiert. Also da mein lieber Freund Max ja auch noch nie wirklich richtig trainiert hat. Das ist auch lustig, dass ich noch nie richtig trainiert habe. Also in Heikos Augen habe ich bestimmt noch nie richtig trainiert. Ja. Würde ich aber nicht so unterschreiben. Was waren deine Bestwerte? Meine Bestwerte, also ich meine, daran kannst du ja nicht ausmachen, ob jemand gut trainiert. Aber nee, aber 3,20 Kreuzheben habe ich schon gemacht. Beugen war ich nie stark, habe ich das Beste war 2,20 für 10 habe ich mal gebeugt. Und gedrückt habe ich 210 für 3. Das ist stark. Also das ist okay, ne? Aber da habe ich auch 130 Kilo gewogen. Ja, aber das ist auf jeden Fall stark. Ich weiß jetzt nicht, was Heiko meint mit nicht richtig trainiert. Ja, also ich würde schon von mir behaupten, dass ich in meiner Karriere schon richtig trainiert habe. Ich glaube auch. Aber ich habe halt nicht 7 Tage die Woche zweimal am Tag High Volume ins Grauen trainiert. Mhm. Aber wir werden uns im Anschluss an dieses Video mal anschauen, ob der liebe Heiko denn tatsächlich in unseren Augen richtig trainiert hat. Denn da gehen unsere Meinungen wahrscheinlich ein bisschen auseinander. Habt ihr euch eigentlich wieder lieb? Geil ist übrigens, dass er dabei grinsen muss. Ne? Ja. Also Heiko hat übrigens genauso viel Spaß daran, mir mal ab und an einen reinzudrücken, wie ich Spaß daran habe, Heiko einen reinzudrücken. Und eigentlich habe ich überhaupt gar kein Problem mit Heiko. Und er auch nicht mit mir. Aber das macht wirklich schon Spaß, ab und an mal ein bisschen auszuteilen. Wir haben keine Fehler. Das stimmt. Wir haben nur zwei extrem unterschiedliche Auffassungen, Weltauffassungen wahrscheinlich. Mhm. Ich stehe gerade dann so gerne mal einfach. Ja, ich finde viele Sachen nicht gut. Habe ich aber auch gesagt, was ich nicht gut finde an ihm. Und Max unterstellt mir halt einfach nur fehlendes Wissen. Ne? Und ja, wenn das so ist, wenn er denkt, das ist so, dann ist das seine Meinung, kann ihm nicht böse sein. Deswegen werden wir nie Best Friends werden, aber wir respektieren uns, wenn wir 10 Grüße machen. Es war auch schon mal anders, da
Ja, da wollte ich ihn sicherlich auch mal abziehen oder so. Aber das ist. Ist das so? Das die Phase habe ich verpasst. Also eigentlich habe ich immer gegrüßt, wenn ich ihn gesehen habe. Charakter ändert sich nicht mehr. Und ich habe auch öfters gesagt, ich wünsche dem Max viel Erfolg und alles Gute, weil sein Geschäftsmodell, das funktioniert 100% besser wie meins, was den Sport angeht. Ne? Also dafür Hut ab. Ne? Und aber wie gesagt, ich lege auf ganz andere Sachen Wert. Und ja, um deine Frage zu beantworten, wahrscheinlich. Ich glaube, da musste Heiko, der musste echt tief graben, dass er irgendwie schafft, nette Worte zu finden. Ja. Also er hat es natürlich nicht geschafft, nette Worte zu finden, ohne auszuteilen, aber war okay. Er hat bis jetzt versucht, respektvoll zu sein. Ich hoffe, das bleibt auch bei. Max, bald dir das bei. Das sind so Sachen, auf die reagiere ich dann allergisch, wenn man mir keinen Respekt gegenüberbringt. Aber ansonsten kann man sich immer auf Augenhöhe unterhalten und auch mal den einen oder anderen Einwurf von mir überleben und umgekehrt genauso. Er hat das schon ganz gut zusammengefasst. Würde ich auch sagen. Deswegen, es stimmt auch überhaupt nicht, dass ich keinerlei Respekt für Heiko habe. Habe ich schon. Ne? Ist schon einer der besten Bodybuilder, die wir je hatten. Ja. Und er hat auch durchaus recht, dass wir nicht einen einzigen Bodybuilder momentan in Deutschland haben, der mit der Muskelmasse rumgelaufen ist, wie Heiko oder Markus damals. Und das liegt nicht daran, dass keiner in Deutschland mehr die Genetik dafür hat. Nee, das stimmt schon. Und auch niemand kann aktuell mit den Amis mithalten, ne? Ja, ja. Also kurz nochmal, Heiko, ich danke dir für deine Worte. Also das hat mir tatsächlich was bedeutet. Ich habe mich wie bei so einem Ritterschlag gefühlt. Auch wenn ich jetzt kein großer Heiko-Kalbach-Fan bin, war es cool, das zu hören für mich. Ja, also man kriegt Heiko auch aus der deutschen Bodybuilding-Szene nicht weg. Der hat sich da auch sein Standing erarbeitet. Und ist auch tatsächlich, Heiko und ich, wir haben schon ein paar Dinge gemeinsam. Wir haben zwar sehr unterschiedliche Ansichten, was viele Dinge angeht, aber Heiko ist schon ein gerader Typ. Ne, der sagt auch einfach, was er denkt. Ne, ist ihm relativ egal, ob er damit links und rechts aneckt. Das ist so eine Sache, die würde ich mir auch auf die Fahne schreiben. Dabei muss man ja nicht einer Meinung sein. Und ja, das stimmt. Finde ich tatsächlich cool. Wir hören uns noch mal kurz den Rest an und dann gibt es die Überraschung für euch. Mit dem Max mal hier einen Podcast zu machen. Ich als Moderator, du. Er hat mich auch schon ganz oft gefragt, ob wir ihm was machen. Ne, mit Max will ich machen. Okay. Also unser letzter Stand war eigentlich, dass wir was zusammen drehen. Und dann kam irgendwie 1000 Wettkämpfe dazwischen und haben das nicht gemacht. Okay. Also hat Heiko wieder seine Meinung geändert. Ist okay. Ist jetzt auch bei mir nicht so die allerhöchste Priorität gewesen, sonst hätten wir das nämlich inzwischen schon mal gemacht. Ich hatte immer so gedacht, so genau das, weil er immer so behauptet, ich hätte noch nie trainiert. Ich habe gedacht, so Heiko, dann schubst du mich immer doch durch ein Training. Ich glaube, Heiko hatte mal ein bisschen Angst, dass ich ihn blöd stehen lassen möchte. Mhm. Das ist überhaupt nicht meine Intention. Also mit Sicherheit kann ich über Themen reden, wo er vielleicht nicht so mitreden kann. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass das überhaupt nicht das ist, was mir am Herzen liegt. Der wird auch über Dinge reden können, über die ich nicht mitreden kann. Mir hätte so gerne so ein bisschen so der Austausch, hätte ich interessant gefunden, weil er halt einer ist, der sehr ehrlich ist. Ja. So, was hat man heute gemacht, was hat man früher gemacht, was hat man heute gemacht, wo sind so seiner Meinung nach wirklich die Unterschiede bei den Dingen, die wirklich gemacht werden. Das liegt jetzt nicht nur am Mindset, klar. Aber ja, drauf geschissen. Trotzdem liebe Grüße an Heiko. Wir werden uns jetzt mal anschauen, ob Heiko tatsächlich so gut trainiert hat. Ja. Wir haben ein bisschen in den YouTube-Archiven gegraben und haben The Berlin Wall, die DVD von Heiko, ausgekramt. Ich habe die tatsächlich noch nie gesehen. Ich habe nur ein bisschen angefangen. Ja, ich kenne so ein paar Szenen da draus. Ich weiß, dass er mit einer sehr freshen Sonnenbrille da durch die Gegend kommt. Das weiß ich. Und das gucken wir uns mal an. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat er noch in Berlin gewohnt. Mhm. Ja. Da waren die Knie noch heil. Und da hat er vernünftig trainiert, seiner Aussage nach. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ich werde mal versuchen, das so ehrlich wie möglich mit dir zu bewerten. Ja, definitiv. Und irgendwas wird er schon richtig gemacht haben, sonst wird er nicht mit so viel Fleisch durch die Gegend gelaufen sein. Ja, er hat sich halt 12 bis 18 Primus am Tag geschossen. Aber ich kenne auch andere Experten, die so viel Stoff genommen haben, die sehen nicht alle so aus. Also da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Ja, safe. Und wahrscheinlich sind 12 Suster am Tag auch eher kontraproduktiv. Bestimmt. Okay, dann legen wir mal los.
So. Vielleicht hat er sich die alle in Bizeps gejagt. Das könnte sein. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Film. Ich hoffe, ihr lernt was dabei. Wir sehen uns gleich im Studio, okay? Ja. Heftig. Heiko sieht inzwischen jünger aus als vor 20 Jahren. Das war noch pre-YouTube-Zeiten, ne? Mhm. Vor 2007 gab es das schon YouTube? Ja, gerade so. Eben, ne? Okay. Berlin. So, da werden wir. Lass uns anfangen. Im Budokan-Gym in Berlin. Also, stabiler Koffer ist er auf jeden Fall schon gewesen. Ja. Wie groß ist Heiko? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ja. Heiko sieht aus wie ein richtiger Ronny im Video. Auch wie ein Markus. Die waren doch alle blondiert irgendwie. Ja, der richtige, also eigentlich ist richtiger 90er Assi-Style, den er da noch durch die Gegend schiebt. So, dann lass uns reingehen. Spielplatz. Das ist die Evelyn, das ist die Chefin des Hauses. Im Sportstudio Budokan bin ich gerne gesehen, was man ja heutzutage leider in den Studios nicht so oft behaupten kann. Und Athleten, die den Sport etwas ernster nehmen, wollen hier keine Probleme. Ich bin hier willkommen, hier fühle ich mich wohl. Kann ich nur jedem empfehlen. Sportstudio Budokan, Berlin Spandau, wie gesagt, mein Tummelplatz. Evelyn unterstützt mich, wo sie kann. Bin ich auch sehr dankbar für. Und wie ihr sehen könnt, ist Hebi auch genauso eine Sportskanone wie ich. Also Heiko ist mal hier sehr herzlich willkommen hier. Ist auch, macht auch viele andere Kunden neugierig. Beobachtet ihn bestimmt heimlich beim Training. Und wir haben auch... Würde ich tatsächlich auch machen. Klar. Muss man auch sagen, ne? Es gibt einfach, auch damals, es gab nicht viele Athleten, die so auf dem Niveau durch die Gegend gerannt sind. Absolut. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich den ersten Bodybuilder so in der Richtung mal gesehen habe. Alter, da habe ich schon Augen gemacht. Ja, so, ja. Wenn man sich da nicht, das Ding ist, man stumpft so ein bisschen ab. Wenn ich Heiko jetzt so in seiner Form von damals sehen würde, würde mich das nicht so beeindrucken, wie es mich vor, keine Ahnung, 10 Jahren beeindruckt hätte, weil man sich den ganzen Tag nur damit mit Bodybuildern irgendwie auseinandersetzt. Ja. Aber so für den Normalo oder Studiogänger, Alter... Das, ja. ist ein Freak, ein Mutant. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man so aussehen kann. Nee. Ich habe damals Lazar Angelov das erste Mal gesehen, auch im Internet. Ich dachte so, das ist nicht echt. Was hat er für ein Sixpack? Und dann habe ich die richtig dicken Jungs gesehen. Und der sieht aus wie ein Strich neben Heiko. Ja. Und dann habe ich die richtig dicken Jungs gesehen. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal ins Powerhouse gegangen bin, da habe ich Paul Polczyk gesehen. Der auch ein Strich. Der war neben Heiko auf jeden Fall, aber sein Beinbeuger, Alter, ist der sich ausgezogen hat. Das war so krank, was da hing. Das ist schon cool, wenn man mal so ein Live, so ein richtiges Viech sieht das erste Mal. Aber wie du sagst, man stumpft da extremst ab. Ja. Okay. Und wir wissen, er will mal anziehen. Und ja, sind offen für jeden, der die gerne trainieren möchte. Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. So, Kameraskills auch top. Ja. Er macht keinen Cut, lass sondern. Ja, damals war noch ein bisschen anders. Ja. So. Training Day. Was trainiert er? Push, Pull, Beine? Push, Day 1? Brust, Trizeps, Bauch. Okay. Na, das ist ja fast Push. Ist eigentlich fast Push, ja. Also Mobility und ein bisschen Cardio vom Training, eigentlich nicht so schlecht. Okay. Ja, mit dem Stretchen vor dem Training muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Na, man kann sich halt auch ein bisschen Muskeltonus wegmachen. Aber die Frage ist dann immer, was ist wichtiger? Ne? Verletzungsrisiko minimieren, Mobilität verbessern. Und Heiko, ich meine, der wird schon nicht viel Mobility gemacht haben. Ah, warte ab. Also den Anfang habe ich angeschaut, das ist gut. Aber der, also wirklich, das ist ein krankes Viech gewesen. Klar. Das ist abartig. So,
10 Minuten reichen aus. Ich bin nicht erschöpft. Mein Kreislauf ist hochgekommen. Weißt du, was mir auffällt? Heiko wirkt nicht, also ich weiß nicht, ob er da ist er wahrscheinlich in Wettkampfvorbereitung, ne, weil das Gesicht ist schon relativ eingefallen. Mhm. Da ist er wahrscheinlich für seine Verhältnisse relativ leicht. Ja. Ne? Aber mir fällt auf, der ist nicht so geisteskrank am Schnaufen und außer Atem die ganze Zeit beim Reden, wie ich eigentlich vermutet hätte. Ja, jetzt, ja, minimal habe ich jetzt gedacht, okay, doch, er sagt ja, er ist nicht außer Puste. Ja, aber er hat auch gerade 10 Minuten mit 100, aber, weiß ich nicht, ja, 30 Kilo Cardio gemacht. Ne? Ja, 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 stimmt schon. So. Also ich denke, das wird in der tiefsten Offseason wird es bei ihm wahrscheinlich ein bisschen anders ausgesehen haben. Mhm. Aber eigentlich das schon mal eher positiv. Das Stretching anzumachen. Wir trainieren mit der Brust, Trizeps und Bauch. Lass uns runtergehen und anfangen. Stretching tatsächlich schon zu viel wäre, teilweise. Was er macht? Das geht noch. Aber im Prinzip kannst du dich auch mit leichtem Gewicht aufwärmen, weil er sagt ja, ein kalter Muskel ist verletzungsanfällig. Mhm. Wenn du nicht gleich schweres Gewicht benutzt, wärmst du dich auch auf. Ja, also das, wenn wir es jetzt ein bisschen runterbrechen wollen, das Problem ist, wo Verletzungen entstehen, ist, wenn du quasi aus deiner aktiven Range of Motion rauskommst. Ja, so, wenn dich beim Bankdrücken hinlegst und nimmst eine Stange und du kommst mit der Stange nicht auf die Brust, ohne sie aktiv runterzuziehen, dann ist halt deine aktive Range bis dahin, wo du kommst. Ja. So, wenn du da 120 Kilo aufpackst, kommst du natürlich auf die Brust, da verletzt du dich. Wenn du vor dem Training dich vernünftig aufwärmst, ein bisschen Mobilität machst, dich vielleicht auch dehnst, kommst du ohne Probleme auf die Brust, dadurch verringerst du schon dein Verletzungsrisiko. Also das ist nicht dumm. Also nie vergessen, immer bevor ihr an die Geräte geht, stretcht euch 5 bis 10 Minuten. Der Erfolg wird nicht auf sich warten lassen. Aber hättest du das von Heiko erwartet, dass er sich wirklich so warm macht und so? Ja. Okay, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte immer, der wäre so ein stumpfer Bodybuilder. Hm. Mann, bin ich schön. Nee, gar nicht mehr. Weil so schön und sehen ja nicht mehr. Weil so dicht am Spiegel war, muss man ja nachsehen. Okay. Dann lass uns die ersten leichten Sätze machen, Schrägbank. So. Bevor wir mit dem Handeltraining beginnen, möchte ich noch eine kleine Einführung geben. Bodybuilding und Kraftsport sind zwei verschiedene Sachen. Im Kraftsport versuche ich, so viel wie möglich Eisen zu bewegen. Im Bodybuilding versuche ich, meine Muskulatur so gezielt wie möglich zu trainieren. Das heißt, ich versuche bei Bodybuilding die sekundären Muskeln so weit wie möglich rauszunehmen, die primären zu isolieren. Das heißt, dass ich die Zielmuskulatur mit leichteren Gewichten bearbeiten muss, weil ich sonst ins Abfälschen komme. Sachen, die Technik sah bisher sehr gut aus. Technik sah gut aus, er hat auch recht, was das angeht. Ne? Gerade im Bodybuilding, ne? der Unterschied zwischen Bodybuilding und Powerlifting, was Training angeht, ist, im Powerlifting versuchst du halt das Gewicht von A nach B zu bewegen. Ja, und vor allen Dingen so leicht wie möglich zu machen. Ne? Du versuchst alle Hebel zu optimieren, damit du einfach das Gewicht leicht bewegen kannst. Im Bodybuilding ist es halt das Ziel,
die Zielmuskulatur maximal zu ermüden. Ne? Und dafür muss man ein bisschen anders von der Technik her arbeiten. Ja. Das ist schon wichtig. Würde mich interessieren, wie viel da auf der Hand ist. Ich glaube 3,20er. Okay. Technik sah gut aus. Ja. Muss man sagen. Die Arme. Ja, da war halt. So. Also. Man sieht halt sogar, wo das Öl hingerutscht ist. Ne? Ja. So. Heiko, der hätte auch gut ausgesehen, wenn er sich nicht so viel Öl in seinen Bizeps geklatscht hätte. Das hat ihm, finde ich, den Look eher ein bisschen versaut. Öl haben die alle da drin gehabt, aber bei ihm war halt echt schon ein bisschen doll. Ne? Man hat das sogar beim Bankdrücken gesehen. Mhm. Du hast durch den Pulli gesehen, wo das Öl beim Drücken im Bizeps krass, saß. Ja. Kennst du den Erjan? Der hatte das Gym in München. Ja. Der hatte auch so viel Öl in den Armen. Das sieht man auch auf manchen Videos. Das ist krass. Also die haben früher echt krass missbraucht. Ja. Schräg beim Drücken und jetzt mit meinem eigentlichen Trainingsgewicht arbeite. Nämlich als Kombinationsübung noch die Butterfly mit rein, um ein tieferes Bund in der Muskulatur zu bekommen. Schräg beim Drücken ist eine Druckübung. Dies ist eine Zugübung, eigentlich eine Zielübung für die Brustmuskulatur. Und ich persönlich empfinde da einen besseren Brenneffekt und Pumpeffekt. Wie ihr seht, bin ich jetzt schon gut angepumpt vorher. Ich betrachte das komplette Programm, was ich hier durchführe, noch als Warm-up, bevor ich mich mit den Kurzhanteln jetzt weiterführe. Okay. Mhm. Also er ist Verfechter von eher hohem Volumen, ne? Aber ich denke mal, das, was er als Warm-up beschreibt, sind einfach Sätze, die nicht ins Muskelversagen sind. Ja. Ein Schrägbankdrücken und Butterfly zusammenlegen ist nicht die dümmste Idee. Ne? Wir haben einmal schön die Kontraktion überladen und einmal den Stretch überladen. Er ist auch ein Freund von ein bisschen Vorermüdung sozusagen. Ist auf dem Niveau auch oft einfach eine schlaue Variante, weil sonst müsste er wahrscheinlich 200 Kilo Schrägbankdrücken machen. Und da ist das Verletzungsrisiko natürlich gleich wieder höher. Wir lassen das mal so stehen. Trinken ist wichtig. Ja, ja jetzt 3,20er. Das sind jetzt noch keine crazy Gewichte. Er greift auch tatsächlich relativ eng. Ja. Also ich fand die Ausführung gut. Schön ist der Bizeps-Peak im gestreckten Zustand. Ellbogen kommen gut rein. Ja. Alles unter der Also es sieht wirklich, die Ausführung ist gut. Ja. Mir ist eine Sache aufgefallen. Er macht unten auch kurz die Hand auf. Ich habe das auch bei so ganz vielen Übungen. Echt? Ja. Ich weiß nicht, das muss irgend so eine neurologische Verbindung sein. Ich habe das ganz oft eher so bei Maschinen oder so. Dass du unten aufmachst? Ja, dass ich unten so vom Feeling her. Also ich kenne es oben, dass man. Dass ich, bevor ich drücke, quasi die Hand einmal aufmache. Ich weiß nicht, das fühlt sich einfach gut an. Er macht das auch automatisch. Lustig. Ich finde, 140 Kilo sahen schon relativ schwer aus, ehrlich gesagt. Ja, sagen wir. So eine Bank hatte ich früher auch im Studio. Boah, ganz schrecklich. Die sind nämlich entweder zu eng oder... Exakt dieselbe Bank, glaube ich sogar. Aber guck mal, was er macht,
was heutzutage gefühlt jeder Zweite sagt, was man nicht machen sollte, lass die Schulterblätter hinten bei allen Druckübungen. Mhm. Er nimmt die Schulterblätter schön nach vorne, damit er vorne komplett in die Kontraktion kommt. Und du siehst auch, er drückt seinen Bizeps in die Brust also rein. Der trifft die Brust schon. Safe. Oder? Safe. Ja. Auch bei dem Butterfly davor hat er auch, ja, das liegt jetzt an der Maschine, aber hat er auch. Ja, Brust. Nix. Ne? Das sind alles so Sachen, das kommt irgendwie aus dem Powerlifting. So, oh, lass die Schulter hinter bei allen Druckbewegungen. Nee, Quatsch, wenn du eine dicke Brust haben willst, dann müssen die Schulterblätter sich schon frei bewegen können. Ne, vorne sind die Arme auch fast ganz gestreckt. Ne? Mhm. Also er macht nicht so dieses typische Baumumarmen. Ja. Sondern der hat schon ein sehr gutes Muskelgefühl. Ja. Man sieht auch, Pump in der Brust kommt bei ihm jetzt langsam. Aber bisher war noch nichts ans Versagen, ne? Nee. Also laut unserer Definition war da noch nicht ein richtiger Arbeitssatz dabei. Ja. Ne? Circa 3 Sätze steigern. Das ist ein Mix aus Roman Fritz und Ronny Rocke, das Gesicht. So, jetzt gucken wir mal. Mhm. Was ist denn das? Keine Ahnung. Die Hose ist auf jeden Fall fresh. Was steht da drauf? Steht auf den Hanteln. Die Ausführung, top. Also Ausführung ist super. Ja. Schönen Faserverlauf. Aber auch wieder kein Satz ins Muskelversagen, ne? Die Überzüge sind dafür da, tiefe Brust im mittleren Bereich rauszuarbeiten. Und hier auch eine Wölbung entsteht, die dann auch definiert werden kann. Ja. Das ist halt Quatsch. Es gibt EMG-Messungen, die gezeigt haben, dass Überzüge nichts für die Brust bringen. Ja, es ist halt einfach Schwachsinn. Ja. Und es macht auch einfach überhaupt keinen Sinn, wenn du dir überlegst, was die Funktion der Brust ist. Genau. Aber das wurde früher halt so gemacht, das hat jeder erzählt und das hat halt überhaupt nichts. Das kam von Arnold, ne, glaube ich. Ja, das ist halt, das Problem ist, du hast halt einfach, du hast die Arme eng beieinander. Ja, und dann fühlst du das. Und du hast halt das Zusammendrücken der Arme, dadurch hast du die ganze Zeit eine Kontraktion in der Brust. Ja. Aber in die Richtung arbeitet die Brust halt einfach nicht. Ja. Na, also. Der hätte auch also die Brust will nicht von oben nach unten ziehen. Richtig. So. Macht doch keiner mehr heutzutage. Nee. Nicht mal Roman macht das noch für die Brust. Roman war früher auch so ein großer Verfechter von Butterfly für die Brust. Von Überzügen für die Brust. Eigentlich sieht es aus wie so ein bisschen wie so Skycrush. Ne?
Aber es ist eine gute Übung, um Beweglichkeit im Brustkorb zu kriegen. Mhm. Das war sein Brusttraining. Also laut Definition trainieren wir härter. Also ich habe in dem ganzen Brusttraining nicht einen Arbeitssatz gesehen. Nee. Man weiß natürlich nicht, ob jetzt die schweren Sätze nicht gefilmt worden sind. Aber also das Schwerste, was ich gesehen habe, waren 140 Kilo Schrägbankdrücken mit 2-3 Reps in Reserve. Ja. Ich weiß nicht, 70 Kilo Kurzhanteln waren das vielleicht. Mhm. Da hat unser Netti Jona die 80er stabiler gedrückt. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das bisher ein hartes Training war. Nee, eigentlich nicht. Ne? Also es war laut unserer Definition waren es bis jetzt nur Aufwärmsätze. Ja. Wenn ich jetzt den Extra-Tag nehme, für Armtraining habe ich die Erfahrung gemacht. Habe ich keine Armentwicklung mehr, Armklassik mehr, weil die Ruhezeiten einfach zu kurz sind. Genau, Heikos Arme sind nicht mehr gewachsen, weil die Ruhezeiten zu kurz sind. Meine Arme sind erst so gut gewachsen, seitdem er sie nur noch mit der Brust zusammen trainiert hat und danach 15 ml Suster in seinem Bizeps versenkt hat. Guck mal, Heikos Arme, na egal, gut, komm. Ja, das seht ihr ja selber, ne? Ganz einfache Geschichte. Also früher das ist ein einfacher Trick, der spart viel Energie. Und wie alle wissen, muss man mal zu einer Ruhephase mit dem Trainieren. Aber das Lustige ist, er schießt auch immer so gegen Push-Pull-Beine, ja, weil man ja nach einem Brusttraining nicht mehr Schultern trainieren könnte. Also, und trainiert dann selber Trizeps, nachdem er gerade mit derselben Argumentation trainiert er jetzt den Trizeps, weil er den gerade so schön vorermüdet hat. Ja. Also da schießt er sich ja selber ins Aus mit der Aussage. Ja. Allerdings, dass man nach so einem Brusttraining noch gut Trizeps trainieren kann, das verstehe ich schon. Ich hatte übrigens 2020 hatte ich ein ähnliches Armtraining wie Heiko. Das findet ihr auch auf meinem Kanal. Das ist das Synthol-Experiment. Ach Gott. Das Trizepsdrücken an der Stange. Das sieht alles gut aus. Kann man nichts meckern. Also ich muss sagen, seine Ausführung bei allen Übungen war gut. Wir sollten relativ leichten Gewichten trainieren. Weil die meisten von euch werden bestimmt ähnliche Gewichte bewegen können. Aber ihr ganz nicht vergessen, ein großer Muskel braucht mehr Sauerstoff und wird dementsprechend eher sauer. Und reicht mit den größten an. Also wenig Gewicht. Aber hat er nicht immer gesagt? Schwer? Daher hat ihn mir das. Kein Training ähnelt bei mir dem anderen. Ich werde immer versuchen, andere Übungen zu verwenden, immer versuchen, andere Ausführungen zu machen. Ich bin der Meinung, da muss man jetzt immer über den ganzen Körper sich unwahrscheinlich stellen an die Reihenfolge der einzelnen Übungen. Deswegen haben auch die meisten Leute in den Studios, die ich beobachte, die machen keine Fortschritte mehr, weil sie nicht kreativ genug sind. Beim Bodybuilding muss man kreativ sein, jeden Tag. Das funktioniert vielleicht als Anfänger, als Fortgeschrittener. Ja. Ja, das, ich wollte es auch machen. Ich wollte es auch machen. Man sich selber nur schwer, steht sich selber im Weg. Also versucht immer individuell die Übungen zu machen, auf die ihr Lust habt. Ihr reinen und strengen Prinzip nach. Macht die Muskelreihenfolge der Tage. Aber die Übung gestaltet ihr individuell, auf was ihr Lust habt.
Das ist so eine Sache, die würde ich tatsächlich nicht machen. Nee, weil vor allem, wenn du Progress machst, setzt du ja einen neuen Reiz. Ja. Also wenn ihr ständig eure Übungen durchtauscht, also erstmal müsst ihr auch erstmal eure Übung finden, bei der ihr ein vernünftiges Muskelgefühl habt. Und faktisch ist einfach ein stärkerer Muskel ein größerer Muskel. Und dafür müsst ihr auch wissen, wie viel habt ihr letztes Mal gemacht, um einen Überblick zu behalten. Wir tauschen auch ab und an mal Übungen durch, aber wir wissen in allen Key-Übungen eigentlich immer, wie stark wir sind. Mhm. Und haben so messbare Parameter, ob du besser wirst oder nicht. Heißt, jedes Training alles durchtauschen, schwierige Sache. Also ich würde zumindest die ersten 2-3 Übungen, die Grundübungen, wo du wirklich stärker werden willst, die würde ich mal gleich lassen. Da würde ich mir welche suchen, die man wirklich spürt. Ja. Und selbst wenn du jetzt jeden Satz ins Versagen trainierst, dann hast du zumindest immer diesen Parameter, okay, so Muskelversagen. Klar, kann man das machen, aber das hat Heiko ja nicht mal. Nee. Heißt, das würde ich nicht machen. Der wird schon über Zeit stärker geworden sein, aber mit Sicherheit hätte sein Training strukturierter noch bessere Erfolge gebracht. Du hast auf Bankdrücken, macht ihr Shakebank drücken oder macht ihr nur Kabelkreuz? Also legt euch nicht fest. Kleiner Tipp von mir. So wie ich hier einen drücken über den Kopf am Kabel. Und bevor sie die Übung im Fallschirmpreis und meine Ellbogen in die Kiste schulen. Und ich komme tiefer in den Muskel rein, weil ich die ganze Zeit Druck auf der Leitung habe. Auf dem Kabel. Und wenn ich beim Fallschirmpreis das Gewicht am Boden gut habe, habe ich keinen richtigen Druck auf dem Trizep. Da hat er recht. Ja. Ja. Beim French Press, SZ, Stirn drücken, wie heißen die Dinge richtig? Skycrusher, Nosebreaker, wie auch immer. Hast das Problem, das machst du hier, zack, da oben ist kein Zug mehr, weil dich nichts nach hinten zieht. Mit dem Kabel ist der Zug nach hinten heiß. Du hast in der Kontraktion noch. Das stimmt. Das ist übrigens das, was ich letztens meinte in unserem Video, was noch nicht veröffentlicht ist. So. Du kannst so, wenn du dir ein Training von Markus Rühl anguckst, natürlich, du wirst ja nicht leugnen können, dass das funktioniert hat. So. Manchmal sind so die Begründungen halt falsch, warum was funktioniert hat, ein bisschen falsch. Ja. Aber deswegen sollte man sich da nicht vor verschließen. Heiko hat da schon recht mit seiner Aussage, weil es offensichtlich funktioniert und sich für ihn besser anfühlt. Was halt teilweise dann nicht stimmt, ist so die Logik dahinter. Mhm. Das heißt ja nicht, dass das grundsätzlich eine falsche Annahme ist, die er hat. Ja, du kennst die Übung auch, aber selten. Weil du gesagt hast, dass man den meisten Erfolg hat, dass du das Gefühl im Muskel. Ja, richtig. Ja. Deswegen werden wir das jetzt machen. Okay. Die sehen bei ihm auch wirklich gut aus. Ja. Ah, da haben wir mal einen Satz ins Muskelversagen. Also, wenn du oben. Dieser Bizeps, ne? Ich habe festgestellt, dass ich meine Reflexion des Trainings entwickeln, ohne dass ich den Körper eindrehen muss. Ja, macht Gefahr, auf eine kleine Karriere zu kriegen. Das ist einfach selber. Ja, da war er hatte übrigens sehr, sehr gute Obliques. Ja, dann werde ich hier noch versuchen, die korrekte Ausführung zu zeigen. Hier im Jay Fletcher. Beim Nachhaken. Oh, diese Übung, ne, ist übrigens so legendär. Ich schwöre dir, ist meine absolute Lieblingsbauch-Crunch-Variante. Ja, das hast du. Und die habe ich damals aus dem Olympic. Also, ich schwöre dir, die hat ihm Klaus Maibaum damals gezeigt. Mhm. Safe. Oder er hat sie Klaus Maibaum gezeigt. Weiß ich nicht, wie rum. Aber das ist auf jeden Fall die Olympic stehende Bauchcrunch-Variante und die ist wirklich geil. Probiert ihr es mal aus. Im Stehen? Ja, im Stehen funktioniert sehr gut am Latzug. Und er trainiert seinen Bauch auch richtig. Ja. Weil mehr macht der Bauch nämlich nicht. Ja. Ich
finde das krass. Also ich hätte das nicht gedacht, dass er so sauber trainiert. Ja, er trainiert gut. Ja. Ne? Also er trainiert sogar nach unseren Standards gut. Ja. Das muss man sagen. Sobald er in die Kontraktion geht, die komplette Luft aus dem Körper ausatmet. Ja. Damit er tief in die Muskulatur reinkommt und die Kontraktion in die Kontraktion ist. Sonst ist es darauf noch zu achten, dass der Bauch platt ist. Bei der Aufwärtsbewegung extrem gestreckt oder gedehnt werden, besser gesagt, dass er nicht anfängt, aus dem Oberkörper zu ziehen, sondern wirklich nur mit dem Bauch arbeitet. Ne? Ja. Ganz wichtige Geschichte. Also immer auf die Technik achten, ruhig etwas weniger Gewicht zum Anfang verwenden, dann habt ihr auch optimale Ergebnisse. Also man muss sagen, Heiko hat, glaube ich, der hat sehr gutes Muskelgefühl, mhm, und er hat sehr viele Dinge aus Instinkt, ja, richtig gemacht beim Training, wo ich deutlich mehr Unfälle sehe. Und ich meine, er war schon ein fucking Koffer, das kann man jetzt mal nicht anders sagen. Er sah schon wirklich geisteskrank gut aus. Zack, also das ist wirklich Paradebeispiel dafür, ja, wie Bauchtraining aussehen sollte. Fettfrei war da auch schon. Das muss wirklich sehr dicht vom Wettkampf gewesen sein. Da muss man tatsächlich vielleicht auch mal ein bisschen... Ne? Also vielleicht müssen wir unsere Aussagen auch so ein bisschen revidieren, ne? Weil ich habe bis jetzt noch kein schweres Gewicht gesehen, was er bewegt hat. Und die Sätze waren auch alle nicht ins Muskelversagen. Ich finde, er sieht da aus, als wäre er 2 weeks out. Mhm. Ne? Vielleicht ist das auch schon ein Zeitpunkt, wo er sein Training schon mal die Last ein bisschen reduziert hat, um Verletzungsrisiko zu minimieren. Und du weißt immer nicht, du weißt selber, wie so ein YouTube-Training ist, ne? Das ist nie wieder ein echtes Training. Ja. Also ich gehe nicht davon aus, dass er sein ganzes Brusttraining absolviert hat und nicht einen Satz ins Muskelversagen gemacht hat. Denke ich auch nicht. Und ich denke auch nicht, dass er rumläuft und erzählen wird, er wird 200 Kilo Schrägbankdrücken gemacht haben und das nie gemacht hat. Also das glaube ich alles nicht. Aber wir können erstmal nur das bewerten, was wir sehen. Ja. Ne? Also an dieser Stelle kein Front an Heiko, aber damit musst du halt leben. Wenn du das hochlädst, musst du halt damit leben. Bisschen weniger Öl im Bizeps wäre trotzdem gut gewesen. Dann nochmal ein bisschen mehr Fokus auf dem unteren Teil der Bauchmuskeln. Markus, 56 Einheiten wachsen. Und 56 Einheiten HGH am Tag, okay. Markus Krühl zum Beispiel hat nie Bauch trainiert, ne? Aber weiß ich nicht. Ich glaube, der hat nie Bauch trainiert. Und Markus Krühl hat ja wahrscheinlich laut Heikos Definition die besten Bauchmuskeln, die man so irgendwie haben kann. Ich finde... Ja, deswegen. Aber Bauchtraining ist ja per se nicht falsch. Das ist gut, nee, für die Bauchkontrolle und Co. Aber davon, wenn du eine schlechte Bauchgenetik hast, wirst du trotzdem keinen schönen Bauchmuskeln kriegen. Nee. Allerdings trainiert er da eigentlich Hüftbeuger. Ja, das sieht jetzt ein bisschen... Also er hat seinen Bauch halt unter Spannung, aber eigentlich trainiert er Hüftbeuger. Ja. Ja. Da sieht man ganz gut daran, dass im Endeffekt die Funktion der Bauchmuskeln,
hier die Kontraktion ist und die hat er nicht. Also er ist konstant in der Kontraktion der Bauchmuskeln. Die Bauchmuskeln sind schon angespannt. Das, was sich bewegt, ist aber seine Hüfte. Das also ist er, wie beim Hanging Leg Raise, genau. Die unter von unten nach oben. Also er knickt in der Hüfte und eigentlich ist das, was seinen Oberkörper von unten nach oben bringt, das ist sein Hüftbeuger und nicht seine Bauchmuskulatur. So, ich habe mich hier mal aufgebaut, was ich in meiner Wettkampfvorbereitung zu mir nehme. Oh, auch interessant. Das wäre zum einen erstmal zum Frühstück eine Packung Eier, weil ich die Eigelb vom Eiplatz einlasse. Aber wollen wir hier mal unterbrechen? Ist da noch eine Trainingseinheit drin? Ja. Dann lass uns mal den Part auslassen. Vielleicht ist das ein... Willst du nicht zu deinem Essen müssen? Nee, ich würde tatsächlich sagen, das machen wir mal separat. Ich würde mir gerne eigentlich nur sein Training angucken. Mhm. Weil bis jetzt haben wir nur ein Brusttraining gesehen. Ich würde gerne vielleicht nochmal ein Beintraining oder so sehen. Da ist jetzt, glaube ich, Rücken. Ich weiß es nicht. Training Day 2 bei Heiko Kalbach. Oder Arme. Ich weiß es nicht. Aber er hat schöne Bauchmuskeln gehabt eigentlich, ja. Ne? Richtig schön symmetrisch. Alter, die Waden auch. Waden sind auch gut, ja. Krass. Rücken mit Bizeps ist so gut wie Pull, lieber Heiko. Rückentraining kriege ich heute. Ja, also, guck mal, wenn du dann noch Waden trainierst, ne? Also die Energie für zwei Sätze hintere Schulter, die hättest du auch noch gehabt. Ja. Na, also, safe. Training Part 2 ist Pull. Ja. Okay, also er trainiert auch wirklich auf den Pump, er guckt gar nicht mehr aufs Gewicht. Wie viele Tage vom Wettkampf ist er? Was hat er gesagt? Ich glaube, er hat es gar nicht gesagt. Er hat nur gesagt, dass er in der Prep ist. Sehr breiter Griff. Aber laut unserer Definition sieht das eigentlich ziemlich gut aus. Ja. Er hat einen kompletten Stretch, er lässt die Schulterblätter los, er hat eine Kontraktion im Teres, die Ellbogen wandern hinter den Körper, ja. Er trainiert einen kompletten oberen Rücken, er versucht da nicht eine Lat-Übung draus zu machen. Die Schultern sind übrigens auch randvoll, wie man hier wunderschön sieht. Der Trizeps auch. Auch, ja. Ja, die Schultern haben ja gar keine. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich begeistert, weil die Ausführung bis jetzt überall sehr gut aussah. Ja, das meinte ich. Also wirklich krass. Ich dachte, er hat eher diesen Emir-Style, muss ich wirklich sagen. Er hat sehr sauber trainiert. Quasi breites Latzen im Unterzug mit Latzen für ein Latt und mit schulterbreitem Griff. Er lässt die Schulter unten. Ja, er lässt die Schulter unten. Also er ist leicht zurückgelehnt. Ja, es ist am Latzug schon. Das ist fast ein Iliac-Lat-Pullout, den er da macht. Er macht kein übertriebenes Hohlkreuz. Ja. Also. Rücken
Also ein langjähriger Freund, der soll mit breitem Rücken, mit breitem Griff rudern für einen breiten Rücken, deswegen macht er das jetzt? Okay. Anscheinend, ja. Aber er okay. zieht in Latt. Ja, jetzt zieht er ein Latt, das ist allerdings, finde ich, das, ja. das ist eine relativ unsinnige Übung. Da wäre mit einem engeren Griff besser. Ist aber auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, keine Übung, die er macht, weil er sie eigentlich machen wollte. Ja. Aber du siehst, er zieht nach unten, also er macht alles instinktiv richtig. Also für einen Latt schon, aber er kriegt den Latt halt nicht komplett verkürzt, nee, weil er so breit greift. Fühlt sich gut an, deswegen macht er das. Das ist auch erstmal prinzipiell nicht die schlechteste Begründung. Ja, das ist gut. Das sind keine Side Laterals. Das sind keine Side Laterals Bent Over. Das ist vorgebeugtes Rudern. Das ist okay. Ellbogen ist relativ dicht am Körper. Ja, wir müssen auch er überlegen, er hat einen anderen Rücken als wir. Er hat auch einen riesen Latt, ne? Also er kriegt ja schon eine gute Kontraktion in den Latt rein. Ja. Oberrücken ist auch ein bisschen mit dabei. Das ist sehr leicht, ne? So, ich bin am Kreuzchen. Ich weiß nicht, wo ich gerne gewohnt. Ich fühle es etwas anders aus. Ich nehme die Hand nicht vom Boden auf, sondern ich lasse die immer ein bisschen in den Knien ab. Die ganze Zeit Spannung auf dem Rücken drüber zu haben. Lassen. Damit noch die Sache, ich mache keinen Kraft weiter. Kreuzheben. Mhm. Also warte, ey. Ja. Es hat wirklich sehr wenig Range. Ja. Er könnte halt deutlich tiefer gehen und hätte dann im Endeffekt noch mehr Spannung auf Rückenstrecker. Also ich weiß nicht, woher die Annahme kommt, dass der Rückenstrecker nicht mehr arbeitet, wenn man tiefer geht. Rein logisch muss er da halt noch mehr arbeiten. Ja. Es wird halt schwerer. Ja, 180 Kilo. Ja. Mit 4 cm Range ist jetzt nicht so impressive. Dafür, dass du das letzte Woche gerudert hast. Bei dieser Übung richte ich wie bei den vorangegangenen Muskelgruppen lieber auf Gewicht verzichten, dafür die Übung direkt ausführen. Lass die Schulter außen vor, wirklich um die Rücken zu reißen am Gewicht. Konzentriert euch nur auf die Bizeps. Der Bizeps an sich hat einen recht großen Weg, der geht nicht das Ganze um. Was die meisten falsch machen, weil er ist in einer Position, wo er schon wieder völlig entspannt ist. Geht den natürlichen Weg des Muskels, notet den für euch aus, ist ja eben verschieden durch die Genetik des Lahn. Ach, Bizeps brauchst du nicht mehr trainieren, Heiko. Also Ausführung ist hier aber auch prima. Ja. Das, was er meint, das geht nicht ganz hoch. Ne? Wenn du den Arm natürlich hier hast, ist keine Spannung mehr auf dem Bizeps, das ist klar.
Das sieht cute aus. Was mich tatsächlich jetzt, also for real interessiert, wenn du da jetzt, so wie er, relativ viel Öl drin hast und du den immer noch trainierst, kann er noch größer werden? Unwahrscheinlich, dass da noch irgendwas wächst, glaube ich nicht, weil du behinderst ja auch den Muskel, ne? Der Muskel ist auch schlechter durchblutet, du hast einen Fremdkörper im Muskel, du kannst ihn nicht mehr kontrahieren, das wird auch einen Grund geben, warum er da keine schweren Gewichte benutzt. Mhm. Also ich bezweifle, dass sein Arm zu dem Zeitpunkt, wo er angefangen hat, Öl in seinen Arm zu spritzen, glaube ich nicht, dass sein Arm noch wesentlich dicker geworden ist, weil er tatsächlich mehr Protein eingelagert hat und Fasern aufgebaut hat, sondern ab dem Zeitpunkt hat er halt mehr Öl gepackt. Ja. So, der wird vorher schon relativ dicke Arme gehabt haben, sonst würde es noch dämlicher aussehen. Ja. Aber es sieht so schon dämlich genug aus, finde ich. Das, heutzutage würde auch jeder auf der Bühne so gnadenlos abgestraft werden. Das stimmt. Da würde auch jeder drüber reden. Ja. Das Feeling auf den Tod zu trainieren ist übrigens saugeil. Ja? Ja, das fühlt sich an einfach wie geisteskranker Pump. Also der wird jetzt nach dem Einsatz gerade denken, der platzt. Safe. Gott, die meisten von euch werden das kennen. Das ist eine Isolationsübung für den Bizeps. Die Arme liegen auf. Man kann die Schultern kaum ins Spiel bringen oder sollte es auch in Isolation nutzen in dieser Maschine. Gibt mir ein tiefes Brennen im Muskel und sorgt so für einen hohen Bizeps. Scott Girl. Alles klar? Okay. Er zeigt einfach auf die Einstichstelle. Gute Ergänzung. Pump ist real auf jeden Fall. Ja, Belastung ist real. Formt da gar nichts. Nee. Elf bis 13 Wiederholungen. Sehr präzise auf jeden Fall. Hat sich bestimmt verklickt. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass da einfach was rausläuft. Wenn ich das so sehe. Das sieht echt. Also der Platz. Ja. Ich würde gerne mal einmal so mit einer dicken Kanüle auf der so. So. Waden waren auf jeden Fall auch stabil. Ich glaube, da hat er auch nichts drin gehabt. Die waren einfach echt. Wir waren drinnen, die
es auch an, oder ich persönlich besser, zwischen den Sätzen noch weiter zu stretchen. Ne? Zwischen jedem Satz zu stretchen. Das ist tatsächlich eine Sache, die viele Leute empfehlen. Mhm. Auch so ein Dante und Roman und so. Patrick Thur auch. Ja, weil Wade ist einfach ein Muskel mit einer extrem dicken Faszie. Ja. Das sind so richtig. Oh. Das sind schöne Waden. Gefällt mir. Ja. Man merkt bei Heiko immer die ganze Zeit, er möchte immer so richtig den Coolen raushängen lassen, die ganze Zeit. Aber so richtig abnehmen tut man ihm das eigentlich nicht, ne? Ich glaube, eigentlich ist Heiko privat ist bestimmt so ein ganz knuffiger eigentlich. Ich glaube, das ist auch ein Korrekt. Ich glaube, das ist so ein Sensibelchen eigentlich. Aber sonst wird man natürlich nicht ernst genommen auf dem Kiez, ne? Wenn du den Satz jetzt so siehst, würdest du denken, dann muss sich der Kameramann noch raussetzen? Nee, auf gar keinen Fall. Das war jetzt auch keine gute Ausführung mehr. Okay, Heiko, wir wissen jetzt auch, wie du dich bei sonstigen Aktivitäten anhörst. Auf jeden Fall. Es bringt auch nichts, dass der Kameramann da ganz hinten sitzt. Okay, das können wir Heiko jetzt noch. Den Formcheck. Okay, ein bisschen mehr als 2 weeks out ist er auf jeden Fall. Oh, gute Beine hat er. Beinbeuger, Poster ganz gut, der ist aber eigentlich gar nicht so gut. Mhm. Ich glaube, Heiko hat sehr viel davon gelebt, dass er halt extrem aufgespritzte Arme hatte und eine sehr schöne Mittelpartie eigentlich. Stell dir mal vor, die Arme werden jetzt ein bisschen kleiner. Ja. Ich finde die Beine jetzt. Dann wird er eigentlich aussehen wie ein guter Amateur, ne? Ich finde die Beine jetzt nicht so spektakulär, muss ich wirklich sagen. Nee. Ich würde sagen, du hast bessere Beine gehabt auf der Bühne. Ja. Ohne jetzt zu nahe zu treten, ja. Da würde ich sagen, Beine bei dir waren auf jeden Fall besser auf der Bühne. Mittelpartie ist wirklich saugut, ja. Muss man ehrlich sagen. Die sieht schön aus. Brust ist auch gut. Arme und Schultern sind halt gnadenlos voll. Das sieht doof aus. Ich glaube, Rücken ist auch okay. Also Beine und Arsch waren bei dir auf jeden Fall besser. Und der Heiko ist auch nicht so groß, ne? Ja. Ja, ich würde schon sagen, so wie du es. Das ist lustig. Guck mal, Heiko stellt sich immer so dar, als ob er so bei den heutigen Profis so das absolute Muscle-Monster wäre. Ich glaube, er wird in einem heutigen Profi-Line-Up überhaupt nicht gut aussehen, ehrlich gesagt. Nee. Und jetzt nimm mal die Arme da nochmal weg. Ja, selbst ich bin mir nicht sicher, ob er so einen Roman Fritz schlagen würde. Hm. Na. Ein bisschen mehr Fleisch im Oberkörper hat er schon. Ja, aber ich finde jetzt nicht, dass er... Also jetzt auf dem Videomaterial würde ich nicht sagen, dass er bessere Beine als Roman hat. Nö, safe nicht. Ja, hm. Ist schon krass. Kann man noch Rückenpose dabei? Nee, oder war es das? Ich glaube nicht.
Ja. Okay. Ja, also wir halten fest, Ausführung bis aufs Wadenheben war eigentlich überall ziemlich gut. Ja, safe. Oh, er hat intuitiv, finde ich, ziemlich viele Sachen richtig gemacht. Mhm. Oft nicht so schlüssig erklärt, aber manchmal ist auch so eine Erklärung, er merkt das einfach gut, reicht auch, weil ist halt so. Ja. Und man muss auch nicht jeder Wissenschaftler sein, um was zu erklären. Die Trainings waren wahrscheinlich nicht übermäßig repräsentativ für das, was er in der Offseason gemacht hat, weil er so kurz vom Wettkampf war. Das muss man Heiko anrechnen. Ich denke schon, dass Heiko Kraftschwein war und dass der eigentlich, dass der richtig Dampf hatte, weil der hat halt schon echt ein paar Muskeln gehabt. Der hat auch safe ins Versagen trainiert während seiner Offseason. Da geh ich auch von aus. Das war jetzt, glaube ich, so ein bisschen für die Kamera das Training. Ja. Und es war halt kurz vorm Wettkampf. Ansonsten, Formcheck hat mich nicht übermäßig umgehauen. Mhm. Arme sehen halt echt silly aus. Ansonsten, coolen Schnack hat er drauf gehabt. Hat manchmal ein bisschen deplatziert gewirkt. Und Fazit ist, also ich habe jetzt anhand seines Trainingsvideos nicht sehen können, wo ich schlechter trainiert hätte bis jetzt. Nee, ich habe jetzt auch nicht entdecken können, dass ich mich irgendwie mit meinem Training, dass ich da Potenzial liegen lasse. Ja. Weil bei mir ist jeder Satz, der sitzt. Ja. Ja. Okay, lieber Heiko, da du ja mit uns keine Videos machen möchtest, werden wir vielleicht nochmal, was wir sonst noch so an Trainings und Videos von dir finden, in Zukunft uns anschauen. Du kriegst ein paar Klicks, wir kriegen ein paar Klicks und nächstes Mal hoffentlich, wenn wir uns sehen, grüßen wir uns nett und du möchtest mir keins in die Fresse hauen, würde ich begrüßen. Das kann er wahrscheinlich auch deutlich besser als ich, muss man ihm zugestehen. Ja. Diese Wachspranke möchte ich nicht in der Fresse haben. Insofern wünsche ich euch noch einen schönen Abend, falls ihr das abends guckt. Lasst einen Kommentar drunter, wie ihr das Ganze fandet, ob ihr möchtet, dass wir in Zukunft auch nochmal auf das ein oder andere Video von Heiko reagieren. Und ansonsten... Du hast komplett die Werbung vergessen für unsere neuen T-Shirts, aber jetzt am Ende... Ja, scheiß auf Werbung. Okay. TheMostHated.shop, Max 10, Big Zone, Jam 10, Big Zone. Ja. Danke. Reingehauen. Ciao.